So, Mahlzeit, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Rimworld. Rimworld. So, was mir gerade mal auffällt, unsere Tiere sind noch draußen, ne? Die haben alle Giftschauer. Nö, eigentlich durften sie nicht draußen sein. Und das ist ein freilebender Elefant. Nee, das ist ein Caraway. Der dürfte da eigentlich nicht mehr drum draußen umherlaufen. Ja. Ich verstehe gerade nicht, warum Caraway da draußen umherläuft. Aber okay. So, ja, die Giftschauer. Ganz, ganz toll. Also, wir müssen erstmal alles hier überdachen. Damit wir hier nicht dauerhaft Schaden erlangen. Ja. Ewigkeiten habe ich mich darüber gefreut, dass es keine Giftschauer gibt. Gut, diese Giftschiffe, ne? Das war mir dann immer relativ Bockwurst. Aber Giftschauer, das ist tatsächlich richtig beschissen. So, ich hoffe, dass Kralle jetzt erstmal die Dinger hier setzt. Ach, das ist außerhalb der Zone, stimmt. Wobei, eigentlich müsste es doch in der Zone sein. Giftschauer. Ach so, ich habe nur immer die Dinger. Ja, okay, dann müssen wir uns mal ein bisschen anders bauen. Und zwar so. So, so, so. So. Wobei hier könnte es eng werden irgendwann. Da haben wir den einen. Ja, ist aber okay. Das soll passen. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass wir keinerlei Sachen anbauen können, außer hier hinten. Die Hydrokulturbecken mit Heilkräutern. Weil wenn ich sehe, dass wir so unermesslich viele Heilkräuter haben, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt noch brauchen. So, Kalle, hat noch keinen Giftschaden erlitten, okay. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit, um ein paar Bauteile zu errichten. So, jetzt müsste eigentlich alles überdacht sein. Wir sehen es beim Regen das nächste Mal am besten. Aber eigentlich müssten wir jetzt komplett durch sein. Alles ist überdacht, keiner kriegt giftigen Niederschlag ab. Das hier ist auch überdacht. Was hat er denn da in der Hand gerade? Ach, was zu essen. Okay. Das müsste aber schon im Inventar gehabt haben. Ja, hier haben wir noch ein paar Viecher. Eine Sau ist trächtig. Die Saudi. Da lieben sich wieder welche. Ja, naja, gut. Also Nahrung haben wir ja erstmal mehr als genug. Das sollte ausreichen. Hier haben wir noch eine Skulptur groß, normal. Die können wir gleich wieder abreißen. Werden wir zu nichts gebrauchen. Ansonsten könnten wir erstmal wieder die ganzen Wohnungen verbessern. Temperatur ist gut. 8 Kolonisten sind untätig. Ja, das wird jetzt leider dauerhaft so sein, dass wir untätige Kolonisten haben werden. So, wir können mal ganz kurz gucken, was wir hier alles erstmal verbrennen können. Erstmal alles gut aus. Könnt ihr die Kuh sich da mal bitte entfernen? Danke. So, zwei, vier Stück. Zwei, viermal Kleidung verbrennen, bitte. So, hat Kett das jetzt angezogen? Okay, Kett hat das T-Shirt angezogen. Das ist ungünstig. Gut, dann müssen wir nur dreimal verbrennen. Ansonsten Zufriedenheit bei allen hervorragend. So. Das passt. Genau, Aufgabe beendet, verbrenne Kleidung.
Sonst, was wird hier hergestellt? Eine Schutzweste. Okay. Hier müsste eigentlich der Kollege Matze dauerhaft arbeiten. Ich weiß gerade nicht, was er macht. Er stellt wieder einfach einen Stahlhelm her. Das ist natürlich verkehrt. Du, mein guter Mann, musst nur noch hier arbeiten. Stahlplattenrüstung und fertig. Eigentlich dürftest du nur noch Hightech-Bauteile herstellen. Eine gute, große Statue, auch gut. Oh. Die stellen wir mal hier mit rein. So, dann kümmern wir uns ums nächste Zimmer. Dazu brauchen wir eine Couch. Kann ich das eigentlich umbauen? Ja, neu installieren bei. Sehr gut. Stellen wir das nämlich mal in die Ecke. Diese wunderbare Couch wird dann dorthin kommen. Dann brauchen wir einen Rack. Den knallen wir hier hin. Wolle müssten wir auch noch mehr als genug haben. Alpaka-Wolle. Hallo? Ja, 720. Damit können wir erstmal ein paar Racks noch bauen. Ansonsten zwei neue Chairs. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir überhaupt haben. Aber ein bisschen haben wir noch. Und ein neues Bett müssen wir bauen. Also gerade macht das natürlich alles wieder. Dann haben wir nämlich auch mal ein paar neue Sachen. Ja, guter Stuhl, naja. Müssen trotzdem besser sein, ne? Attraktivität 2 und die haben Attraktivität 18. Na gut, der ist sogar schlecht. Dann reißen wir die beiden mal ab. Jetzt haben wir Kleidung. Das Bett normal abreißen. Also gut, muss es schon mindestens mal sein. Was anderes kommt mir hier nicht in die Hütten. Matze hat einen Arbeitsrausch. Das ist natürlich mega gut. Damit stellen wir jetzt extrem viele Bauteile her. Also, nein, nicht extrem viele, aber auf jeden Fall einige. So, dann bitte Kopie, neues Bett. Kralle kann da wunderbar arbeiten. Der Rack ist gebaut, das ist gebaut. Wie sieht's hier aus? Guter Blumentopf und ein guter quadratischer, wunderbar. Noch eine gute Skulptur. Wie gesagt, das Bett ist sogar schlecht, wird aber auch entfernt. Genau. Wer wo schläft da drin? Kralle selber. Okay, dann abreißen bitte Kralle. Kochende Mahlzeit. Ja gut, dann koch erstmal schnell. Was in? Achso, ich wollte gerade sagen, minus 10, aber das ist ja unser Vorratslager. So, jetzt bitte abreißen und das Bett neu installieren. So, gerade. Do it, my friend. Spät, 4 Uhr morgens. So, dann nur noch zuweisen und dann hat Kralle auch erstmal ein neues Zimmer. So. Irgendetwas noch schlecht. Der Nachttisch ist gut. Der ist auch gut. Exzellent. Normaler Tisch, okay, aus Marmor. Das müssen wir davon mal einbauen. Den müssen wir dann nämlich auch ersetzen. Er hat immer noch zerrissene Kleidung. Sky. Und zwar den Staubmantel. Okay. Oh ja gut, Staubmantel hätten wir. Sogar exzellente. Oh, ein exzellenter Tisch. Abreißen. Was macht er jetzt? Ruht sich mit anderen aus. Naja, okay. Der Tisch ist jetzt noch unwichtig. Den können wir
können wir immer wieder neu setzen. Ich weiß gar nicht, ob der auch vorne und hinten hat, aber ich glaube, die sind immer gleich. So, und dann müssten wir eigentlich... Nein, müssen wir nicht durch sein. Eine Kommode müssen wir noch bauen. So. Dann. Guter Blumentopf. Guter Platzierter. Achso, das hatte ich schon eigentlich nachgeguckt, ne? Der ist exzellent. Und der hier ist... Sonnenfinsternis. Naja, okay. Der hier ist auch gut. Okay. Dann nur noch die Kommode und dann sind wir eigentlich durch. Mit Kralles Zimmer. Wir können dann zum nächsten Zimmer übergehen. Beispielsweise, ja, hier sieht es glaube ich generell schon ganz gut aus. Ja, ein paar Sachen wieder bauen. Aber das kriegen wir alles hin. So, was kannst du da abreißen? Hi, Pack hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen, jawohl. Priscilla stellt mir irgendwelche Sachen her. Okay, Haus. Naja, ob das besser wird als das, was stand. Mal gucken. Bin ich mir ein bisschen unsicher, ne? So, Matze werkelt hier noch? Nein, Matze macht schon wieder irgendwelche anderen Scheißarbeit. Naja, okay, immer gut. Ja, durch die Sonnenfinsternis, wir haben tatsächlich keinen Strom mehr auf Lager. Ist das hier irgendwie gestört? Nee. Okay, schon wieder kein... Naja, okay, wir hatten auch gerade hier die Sonneneruption, wo alles ja leer wurde. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen aufpassen. Wie ist denn eigentlich hier unser Tier? Das Alpha-Trombo ist komplett ausgebildet. Sehr geil. Sehr, sehr gut. So, ja, da sieht man den giftigen Niederschlag. Große Skulptur herstellen. Fertig. Genau, eine wollte ich nämlich noch haben. Für Kralle. Obwohl, Kralle hat sogar zwei. Okay, das reicht dann. So, hier eine exzellente. Okay, dann würde ich sagen... Uran. Haben wir da noch ein Teppichchen. Guter Tisch, exzellenter Tisch. Exzellenter Nachttisch. Das Bett, da brauchen wir wieder ein neues. Kostet mich natürlich immer extrem viel. Aber egal, so gut. Dann installieren wir das mal. Da haben wir eigentlich gar keinen Platz dafür. Das können wir noch in die Ecke hier setzen. Oder, naja gut, wir könnten es auch hier hinsetzen eigentlich. Setzen wir es da hin. So, Bett ist schon fertig. Oh. Exzellent, die Bett. So, da schläft drinnen Lea. Dann einmal wieder abreißen. Und dann das neue Bett dort installieren. Alter, könnt ihr die Sonnenfinsternis bitte mal aufhören? Es ist schon 14 Stunden Sonnenfinsternis. So, macht gerade das direkt? Nee. Jetzt schläft die ja da hinten. Ohrtiefenbohrer. Bereits von der benutzt. Naja, okay. Sollen sie es machen? So, wir haben schon 15 Stunden Sonnenfinsternis. Die längste Sonnenfinsternis, von der ich jemals gehört habe. So, gehen die Pflanzen eigentlich draußen ein? Nee, ne? Oh, da ist irgendwas explodiert oder so. So, Sky hat immer noch seine blöde... Sein blöden Staubmann, da hat schon wieder irgendwas geruckelt. Warum ruckelt denn das hier? Sky.
bloß? Warum nimmt er sich denn keine neuen Sachen? Ah, jetzt hat er es gemacht. Danke. Sehr, sehr freundlich, Sky. Es ist immer noch Sonnenfinsternis. Schon über einen Tag Sonnenfinsternis. Alter, das gibt's doch nicht. Ich sag mal, so ein bisschen Licht kriegen wir ja hin, aber... Hier haben wir auch schon wieder plus 5 Grad. Ach ja, durch die Geothermie-Kraftwerke haben wir ein bisschen Energie. Schon wieder irgendwas geruckelt. Unfassbar. Können wir hier eigentlich noch mehr Tiefenbohrer bauen? Warum wird mir nichts angezeigt? Ah, endlich. Nach über einem Tag ist endlich mal... das Ding weg. Da könnten wir nochmal einen Tiefenbohrer hinbauen. Beziehungsweise auch hier. Wir haben ja gerade eh nichts zu tun. Von daher können wir auch die Teile setzen. Kostet mich ja, okay, 4 Bauteile, ein bisschen Stahl. Aber Stahl kriegen wir, glaube ich, hier raus, ne? Genau, da ist Stahl. Naja, okay. Ja, die ganzen Ressourcen werden natürlich weniger. Wo ist Matze? Matze schläft. Ah, ist auch schon 22 Uhr. Aber gefühlt machen wir hier keine Energie mehr. Warum auch immer. Was ist das? Achso, ja. Okay, da ist Stahl unterhalb. Und hier ist Stahl unterhalb. Naja. Ja, wir mal einmal abreißen wieder. Ja, jetzt arbeiten nur noch unsere Geothermie-Kraftwerke. Von daher, hier müssen wir eigentlich auch mal eins hinsetzen. Weil die bringen halt doch ein bisschen Energie und das halt immer durchgehend. Und hier vorne habe ich halt nichts mehr. So, 4 Uhr. Da wollen die Dinger arbeiten. Jetzt die Frage. Doch, es speichert. Ja, okay. Die Dinger arbeiten. Gut. Naja, eine Sorge schon mal weniger. So, Nahrung noch 14,5. Okay, wir haben Medizin komplett voll auf 50. Einfach nur vorsichtshalber. Dann kann Ray da ein bisschen arbeiten. Wo ist Matze? Arbeitsrausch, Matze stellt schon wieder Plattenrüstung her. Stell mir diese Scheiße her. Einfacher Helm, Kimi. Wo ist er? Entfernt Müll. Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt stellst du weiter einfache Helme her. Naja, soll sie machen. Dann lernst du ein bisschen Handwerk wieder, ne? Ja. So, versteckte Gegenstände. Couch-Ecke, Energie, Schutzjacke. Ja, unwichtig. Wobei ich mich frage, wenn ich jetzt Leute auf Expedition schicke, ist auf den anderen Karten auch giftiger Niederschlag oder ist das nur hier? Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, muss ich gerade mal sagen. Unser Alpaka abholen. Ach ja, dieser Bewerb. Das weiß ich halt nicht, ne? Wenn wir die jetzt hier auf Expedition schicken, ob die dann trotzdem den giftigen Niederschlag abkriegen. Ansonsten würde ich das jetzt einfach mal machen, ein bisschen. Glücklichmacher und orbitale Strahlenwaffe, Bedrohung unbekannt. 8 Gegner. Und ein KI-Kern. Ja, gut, okay, das sind aber auch alles Sachen, die mich nicht gerade. Nochmal versteckt noch ein KI-Kern.
Achso, das war es, glaube ich, gerade, wo ich. Nee, nochmal ein KI-Kern, okay. So, in der angekommenen Besuchergruppe sind Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangenen. Stadtwache Shorty, Vater von Kolonist Priscilla. Da ist der Vater. Vater! Vater, geh nicht! Vater! Ja, übrigens, alle Tiere sind tot. Ja. Das bringt so ein giftiger Niederschlag leider mit sich, dass sämtliche Tiere auf der Karte sterben. Also ihr seht, das ist halt wirklich sehr, sehr heftig. Und auch die haben schon erste Anzeichen, ja. Die sind hier nur einmal über die Karte gelaufen, haben ja jetzt schon 11%. Kranker Scheiß, auf jeden Fall. Aber sie haben es geschafft. So, ach, Energie halt mal schon wieder nicht durch. Doch, haben wir gerade so geschafft, ne? Na gut, an dem einen Solarding wird es jetzt hier nicht liegen. So, das ist aus. Das können wir eigentlich auch mal ausschalten. Das braucht kein Mensch hier, das Teil. So, die sind aus, die sind aus. Das können wir eigentlich auch mal ausschalten. Achso, ist schon aus. Okay. Weil da haben wir momentan auch keinen Nutzen mehr für. Ah, der giftige Niederschlag hat sich gelegt. Ach, sehr schön. Mein Gott. So. Endlich können wir wieder rausgehen. Es war ein sehr kurzer, giftiger Niederschlag. Also jetzt eine Folge komplett. Also 22 Minuten war es jetzt niederschlägig mit Gift. Ich hatte tatsächlich auch schon mal Niederschläge, die gingen anderthalb Monate, also nicht Monate, aber anderthalb Dekaden hier. Da bist du einfach wirklich eiskalt verreckt, weil du nichts mehr zu essen hattest. Das war sehr, sehr heftig irgendwann. Aber gut, das hat uns ja zum Glück das Spiel hier erspart. Metallschrott einschmelzen. Waffen einschmelzen. Wie kann denn Chinchilla verrückt sein? Also, dass hier oben noch was lebt. Wow, unsere Geschütze sind ja was effektiv. Danke. Was wollte ich jetzt noch machen? Teilschrott einschmelzen, Waffen einschmelzen, genau, da haben wir eigentlich nichts mehr, oder? Nee. Können wir aufgeben, die Arbeit. Spielschach, okay. Würde mich schon gerade beschweren. Wie fahren wir denn jetzt? 7 Hightech-Bauteile. Wir haben eine Wirbelsäule, einen Arm, ein Auge und ein Bein. Okay, gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir da wem transplantieren können. Oder implantieren. Nachdem.